Jetzt rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 21, 22, 23, das sind jeweils Mitteilungen der Landesregierung, gemeinsam mit dem Punkt 96, Dringlicher Antrag Fraktion DIE LINKE. Und zunächst hat sich zu Wort gemeldet der Ministerpräsident. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir möchten Sie unterrichten über die Beschlüsse der Landesregierung und über die Folgen, insbesondere auch der Konferenzen der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler und der Bundesregierung. Das, was wir in der Vergangenheit beschlossen haben, auch die Folgen für Hessen, sind Ihnen allen bekannt. Und ich glaube, ich muss das im Einzelnen nicht darlegen. Ich möchte Gelegenheit nehmen, Sie über zwei wesentliche Bereiche zu unterrichten, die auch sehr aktuell sind. In der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler sind zwei Bereiche nicht befriedigend gelöst worden. Zum einen ging es um die Frage, wie gehen wir um mit Veranstaltungen im Bereich der Kultur, im Bereich des Sports und vielen anderen. Wir hatten Anfang Dezember beschlossen, dass das bei überregionalen Veranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden sollte. Das Ergebnis war, dass wir nach einiger Zeit eine völlig wirre Situation in der Bundesrepublik hatten. Wir hatten bei Sportveranstaltungen auf dem einen Land 15.000, bei den anderen gar keinen. Wir hatten in dem Bereich der Kultur bei uns 250 und in der Elbphilharmonie in Hamburg 2.000 und alles dazwischen. Eine Situation, die auf Dauer erstens nicht erklärbar ist, zweitens zu Wettbewerbsverzerrungen führt und zum Dritten natürlich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für die notwendigen Entscheidungen ständig unterminiert hat. Ich habe mich selbst und immer wieder dafür ausgesprochen, dass wir hier zu einheitlichen Regeln kommen müssen. Das gilt für Hessen in besonderer Weise. Ich habe es oft genug vorgetragen. Wir sind von 6 Bundesländern umgeben. Mindestens 4 haben höchst unterschiedliche Regelungen. Das kann nicht vernünftig sein. In der Konferenz konnte eine Einigung nicht erzielt werden. Und deshalb haben wir die Chefs der Staatskanzleien und der Senatskanzleien gebeten, dass uns ein gemeinsamer Vorschlag gemacht wird. Und ich bin sehr froh, Ihnen heute mitteilen zu können, das ist heute gelungen. Alle Länder haben sich auf eine einheitliche Regelung verständigt. Ich begrüße das sehr. Und wir in Hessen haben die Absicht, das auch zu übernehmen. Worum geht es im Einzelnen? Sehr verkürzt jetzt einmal. Zunächst im Hinblick auf die Veranstaltungen. Bei den Veranstaltungen gehen wir jetzt davon aus, oder haben wir vereinbart, dass im Freien die Kapazität bis zu 50% ausgelastet werden kann mit einer Deckelung von 10.000. Im Inneren haben wir eine Kapazität von 30% mit einer Deckelung von 4.000. Und für alles gilt grundsätzlich 2G+. Ich begrüße das sehr, weil es nicht nur eine Vereinheitlichung ist, sondern weil es auch sehr konkret vielen hilft. Sie kennen die Situation vieler Veranstalter. Sie sind in existenzgefährdender Situation. Und ich glaube, dass wir hier eine sehr vernünftige Regelung gefunden haben. Ich komme gleich auch noch einmal zu der Abwägung, wie einem zum anderen steht. Zum anderen gibt es einen zweiten Bereich, der ebenfalls gelöst werden muss. Das ist der Bereich des Einzelhandels. Wir haben bisher eine Situation, in der man aufgespalten hat den sogenannten Grundbedarf und das, was nicht Grundbedarf ist. Das ist in den Ländern höchst unterschiedlich geregelt worden. Bei den einen war, wie Sie sich vielleicht noch erinnern, der Heimwerkermarkt Grundbedarf, bei den anderen nicht. Und das hat sich dann natürlich weiterentwickelt. Wir haben in den zurückliegenden Wochen eine Reihe von Entscheidungen bekommen. In den Nachbarländern, in Bayern, in Baden-Württemberg, im Saarland, in Niedersachsen, also um uns herum auch. Und in dieser Woche auch durch das Verwaltungsgericht in Frankfurt. Wir sind der Auffassung, dass es keinen Sinn macht, diese Situation aufrechtzuerhalten. Es ist einfach nicht logisch und auch im Ergebnis nicht überzeugend, diese Unterteilung zwischen Grundbedarf und übrigem Einzelhandel in der Pandemie fortzusetzen. Und das bedeutet dann im Ergebnis, dass wir die Absicht haben, die 2G-Regeln im Einzelhandel komplett zu streichen, und zwar für den gesamten Einzelhandel und damit auch die Wettbewerbsverzerrungen, die gerade in einem Land wie Hessen mit den ganzen Nachbarländern bestehen,
aufzuheben. Sie wissen, der Einzelhandel steht unter einem enormen Druck in vielfältiger Weise, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Konkurrenz mit dem Onlinehandel und vieles andere mehr. Wir glauben, dass das richtig ist. Das ist also sozusagen eine Entlastung für den Handel. Auf der anderen Seite muss man sehen, die Pandemie ist nicht rum. Ganz im Gegenteil. Niemand weiß, wie die Dinge sich jetzt wirklich weiterentwickeln. Und deshalb steht auf der einen Seite die Entlastung, auf der anderen Seite die notwendige Schutzfunktion. Und deshalb haben wir die Absicht, dass wir für den gesamten Einzelhandel in Zukunft FFP2-Masken vorschreiben werden. Das entspricht auch der Empfehlung der Wissenschaft. Das Allerwichtigste zur Vermeidung von Infektionen sind, und da sind sich alle Wissenschaftler einig, Masken. Und zwar Masken, die in der Tat auch einen guten Schutz bieten. Und deshalb sind das am Ende zwei Elemente, die zusammenkommen. Eine deutliche Entlastung für den Handel, eine Beseitigung der Wettbewerbsverzerrungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein hohes, einheitliches Schutzniveau. Und deshalb, meine Damen und Herren, auch das gehört dazu. Ich hatte erwähnt, die Pandemie ist nicht vorbei. Und wenn wir ehrlich sind, niemand weiß, wie sich die Dinge konkret weiterentwickeln. Wir dürfen hoffen. Es gibt nahezu zu jeder Position irgendeine Ausarbeitung, aber niemand weiß es genau. Deshalb müssen wir vorsichtig bleiben oder, wie wir das in Hessen immer genannt haben, wir bleiben besonnen. Und der entscheidende Punkt ist immer, ob wir sicher sein können, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Wir haben die erfreuliche Situation, dass wir in den Intensivstationen zurzeit nicht eine Überlastung haben. Das kann auch niemand garantieren, dass es immer so bleibt. Wir sehen in den allgemeinen Stationen einen Anstieg, und die Entwicklung ist im Moment schwer zu kalkulieren. Und deshalb haben wir auch die Absicht, und ich sage das heute schon, wenn eine Entwicklung eintritt, von der wir alle hoffen, dass sie nicht eintritt, dass zum Beispiel eine deutliche, massive Erhöhung der Belegung in den Intensivstationen stattfindet, oder wir bei der Hospitalisierungsrate über 9 kommen, oder wie wir das in unserem Konzept ja schon im vergangenen Herbst Ihnen mitgeteilt haben, bei den Intensivstationen über 400 Betten belegt sind, dann müssen wir wieder reagieren. Dann muss das Schutzniveau wieder erhöht werden. Also, wir bleiben vorsichtig, wir bleiben auch besonnen, aber ich sage Ihnen auch, im Hinblick auf die Situation, die ja nun schon 2 Jahre jetzt in dieser Pandemie andauert. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Viele haben in dieser Pandemie erheblich Einschränkungen auf sich nehmen müssen. In vielfältiger Weise, und jeder von uns spürt das ja, das macht etwas mit den Menschen. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man allgemein damit befasst ist oder ob man Einzelhändler ist und an der Schwelle der Existenzaufgabe. Es ist ein großer Unterschied, ob man allgemein darüber spricht oder ob ein Verein kurz vor dem Einstellen seiner Tätigkeit ist. Und das sind beides Elemente, die ich sehr ernst nehme, die wir sehr ernst nehmen. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass diese Beschlussfassung heute möglich war. Wir werden das beraten im Corona-Kabinett. Wir haben die Absicht, dass das Anfang der kommenden Woche auch in Kraft tritt. Und ich denke, ich sollte Sie heute sehr aktuell darüber informieren. Ich freue mich für den Einzelhandel. Ich freue mich für alle, die jetzt wieder auch mit Zuschauern ihre Veranstaltungen machen können. Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei, aber wir halten es für verantwortbar, dass wir dort, wo wir können, den Menschen wieder ein Stück ihrer Lebensqualität zurückgeben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich eröffne die Aussprache. Beginnt der Kollege Janky Pürsün, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Freiheit ist der zentrale Ausgangspunkt und Wert unserer Demokratie. Sie sicherzustellen, ist die Aufgabe der Politik. Selbstverständlich gehört zur Freiheit auch stets Verantwortung. Auf diese Verantwortung können wir bauen. Dafür muss Politik informieren, aufklären und klare Entscheidungen treffen.
Für die FDP-Fraktion war von Anfang an klar, dass wir, dass es nicht gut gehen kann, auch falsch wäre, Corona-Politik nur aus der Regierung heraus zu machen, sondern Corona-Politik gehört in dieses Plenum, muss hier diskutiert, erklärt und am Ende auch entschieden werden. Und wir sehen, dass es gut war, auch dass wir darauf bestanden haben, denn dadurch, dass wir heute hier diesen Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung haben, haben wir auch dann hier diesen Wortbeitrag des Ministerpräsidenten bekommen. Das ist ja kein Zufall. Und man muss natürlich die Frage stellen, ob es nicht besser wäre, wenn wir öfter Plenarsitzungen hätten. Dann, glaube ich, hätten wir schnellere Entscheidungen und hätten wir sicherlich auch besser erklärte Entscheidungen. Ich fange erst mal an mit dem Thema Impfen. Ich freue mich sehr, dass heute bereits 81% der Hessen über 12 Jahre den meiner Meinung nach sinnvollen Schritt gegangen sind und sich für den vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus entschieden haben. Nicht jeder in Hessen ist in der Lage, sich umfassend über die Corona-Schutzimpfung zu informieren. Das gilt insbesondere für sozioökonomisch benachteiligte Gruppen. Und hier muss die Landesregierung sich mit einer eigenen, fokussierten Kampagne engagieren. Stattdessen haben wir in Deutschland wahrscheinlich die langweiligste Impfkampagne der Welt. Es ist einfach nicht zu fassen, als würde es in Deutschland an Kreativität fehlen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen es nur zulassen. Jetzt gab es hier gerade einen Zuruf von der Regierungsbank. Es ist doch vollkommen egal, wer es falsch macht. Wir sind hier in Hessen, wir haben Verantwortung für Hessen. Machen Sie es doch einfach besser. Legen Sie eine super Kampagne hin. Was hilft es den Menschen in Hessen, wenn sie woanders hinzeigen? Und wenn Sie nicht weiter wissen, liebe Kollegen von der Landesregierung, wir Freie Demokraten helfen gerne mit effektiven Konzepten. Wenn Sie zu Hause oder hier im Plenarsaal bisher nicht oder nur teilweise geimpft sind, lade ich Sie gerne ein nach Frankfurt zur Sonderimpfaktion im Latin Palace Django. So, dann kommen wir zu den Verordnungen. Herr Ministerpräsident, Sie haben gesagt, es ist nicht vernünftig, dass wir hier um Hessen herum 4 verschiedene Regelungen haben. Das ist vollkommen richtig. Das liegt aber auch teilweise daran oder vor allem daran, dass Hessen immer Nachzügler war. Und wenn andere Bundesländer richtige Entscheidungen gefällt haben, zum Beispiel nach Gerichtsentscheidung, dass Hessen dann nicht nachgezogen ist. Wenn Hessen schneller sich diesen richtigen Entscheidungen angeschlossen hätte, hätten wir nicht 4 verschiedene Regelungen um Hessen herum. Und was Sie zum Einzelhandel gesagt haben, da ist es ja so, dass das von Anfang an so war, dass die Argumente von Anfang an gegolten haben. Von da war es ein Fehler, es überhaupt so zu entscheiden. Es war von Anfang an falsch. Es ist gut, dass es heute korrigiert wurde, aber man hätte es viel früher korrigieren müssen, denn es gab ja ausreichend Gerichtsentscheidungen, die deutlich gemacht haben, dass es nicht okay ist. Also wir haben leider weiterhin in Verordnungen Maßnahmen, die bestenfalls keinen Nutzen haben oder sogar das Gegenteil bewirken. Das gilt für 2G im Einzelhandel, das ist jetzt als einziges weg. 2G für die Außenbereiche der Gastronomie, Kultur, Veranstaltung, 2G in Reithallen, zudem das Verbot des Tanzen sowie der Bordelle. Das führt zu Verlagerungen ohne jegliche Corona-Auflagen, ohne Überprüfbarkeit, ohne Kontaktnachverfolgung. Das sind Entscheidungen, die umgehend korrigiert werden müssen. Eine ist es, aber es gibt noch weitere. Wir brauchen zudem jetzt den Plan für die Öffnung, damit Gesellschaft und Wirtschaft sich vorbereiten können und endlich wieder eine Perspektive bekommen. Viele Menschen leiden still und werden übersehen. Wir fragen seit zwei Jahren nach fehlenden Daten. Staatsminister Klose antwortete auf meine Anfrage vor 2 Wochen noch, Sie hätten alle Daten, die Sie brauchen. Der Expertenrat beklagt zeitgleich den systematisch geduldeten Mangel an Daten. Bedauerlich, womit Sie sich begnügen, zu Lasten der Bekämpfung von Corona. Was weiß die Landesregierung über die Beweggründe des Nichtimpfens, über den Infektionsschutz in der Bevölkerung inklusive der Genesenen, über den Impfstatus exklusive der abgelaufenen Zertifikate? Die Corona-Zahlen in den Krankenhäusern werden nicht optimal erfasst. Die Inzidenz ist angesichts der Meldeprobleme obsolet. Sie darf keine Rolle mehr spielen. Inzidenz und Hospitalisierung sind entkoppelt. Die darauf basierende Hotspot-Regelung muss weg. Zumindest sind die aktuellen Schwellen hinfällig. Applaus
Wegen der Passivität der Landesregierung sind die Kitas der Ort in der Pandemie, der am wenigsten geschützt ist. Das Land verweist dabei gerne auf die Kommunen und lässt die Kinder, Eltern, Beschäftigte oder Angehörige im Stich. Die Schnelltests für das Personal werden vom Land beschafft. Und dabei ist es jüngst auf einen unzuverlässigen Test herabgestuft worden, der neue Infektion ohne Symptome kaum erkennt. Das ist eine fahrlässige Gefährdung der Betroffenen. Korrigieren Sie bitte umgehend diesen Fehler. Kollege Präsident, ich muss Sie auf die Redezeit hinweisen. Und der Staatsminister wird da sicherlich nicht darauf reagieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich dessen persönlich annehmen könnten. Vor jeder Welle wurde verkündet, dass die Gesundheitsämter gut gerüstet sind. Wir sehen aber in der Welle, dass sie dann den Arbeiten nicht mehr hinterherkommen. Trotz vieler Hinweise über zwei Jahre hat auch diese Corona-Welle die Landesregierung wenig vorbereitet erwischt. Das ist sehr bedauerlich, und hier muss die Landesregierung besser werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Pürsün. Das Wort hat der Abg. Max Schad, CDU-Fraktion. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Pandemie hat unser Land nach wie vor im Griff, und dies verlangt von uns allen weiterhin viel Durchhaltekraft und auch Disziplin. Zu Beginn der Debatte ist es mir daher ein Anliegen, den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land ein herzliches Dankeschön für ihr geduldiges Durchhalten zu sagen. Viel ist diskutiert worden in den letzten Wochen über Spaziergänger und Corona-Leugner. Tatsache ist doch aber, die überwiegende Mehrheit der Hessinnen und Hessen trägt auch im nahenden dritten Pandemiejahr durch rücksichtsvolles Verhalten und das Einhalten der Regeln dazu bei, die Auswirkungen der Pandemie bei uns im Griff zu halten. Und darüber bin ich sehr froh. Angesichts der Infektionslage Ende des letzten Jahres war es richtig, dass die Landesregierung erweiterte Kontaktbeschränkungen für Menschen vorgenommen hat, die weder geimpft noch genesen sind. Und das sieht auch eine große Mehrheit der Deutschen so. Wir wissen aber auch, dass wir damit vielen Menschen sehr viel abverlangen. Der Spagat zwischen einschränkenden Maßnahmen, wenn es erforderlich war, und Öffnungen, wenn sie vertretbar sind, ist der Landesregierung bislang sehr gut gelungen. Auch die zeitliche Schiene hat aus unserer Sicht immer gestimmt, Herr Kollege Pürsün. Und so ist es auch dieses Mal. Ich möchte dem Ministerpräsident für die eben vorgetragene Neuregelung danken, die eine gute und abgewogene Antwort auf die aktuelle Lage sind. Insbesondere für den Einzelhandel und für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger sind dies wahrlich gute Nachrichten. Herausheben möchte ich an dieser Stelle aber auch mal, wie gut sich die Verfügbarkeit von Impfmöglichkeiten entwickelt hat. Wenn ich mich in meinem persönlichen Umfeld umschaue, so gibt es eine Vielzahl an niedrigschwelligen Impfgelegenheiten und, wie ich finde, seriöse und vernünftige Kampagnen. Die erfolgte Umstellung auf dezentrales Impfen ist ein voller Erfolg aller Beteiligten. Und die Menschen in Hessen können froh sein, dass wir der SPD-Kampagne zur Wiedereröffnung der großen Impfzentren nicht auf den Leim gegangen sind. Und dies macht sich nun bezahlt. Es ist in diesem Zusammenhang jedoch leider nicht abzustreiten, dass die Zahl derjenigen, die zu einer Erstimpfung bereit sind, stagniert und wir nur noch wenige Impfskeptiker überzeugen. Und hier ist dringend eine Neuorientierung in unserem Maßnahmenkoffer geboten, um die Impfquoten weiter zu steigern und dabei auch die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Mit Blick auf die neue Bundesregierung befürchte ich aber nur, dass von dort kaum Orientierung kommen wird. Es ist ja ein Trauerspiel, wie die neue Regierung bei der Frage der Erhöhung der Impfquote rumdümpelt. Bei einer der zentralsten aktuellen Fragen, nämlich ob es eine Impfpflicht geben sollte, zeigt sich die Bundesregierung handlungsunfähig und auch Bundeskanzler Scholz erschreckend führungsschwach. Die sogenannte Orientierungsdebatte im Deutschen Bundestag zur Impfpflicht, von interessierter Seite gern als Sternstunde dargestellt, war in Wirklichkeit ein Offenbarungseid und hat uns alle orientierungslos zurückgelassen. Wenn schon die Regierung nicht handlungsfähig ist, hoffen wir, dass der Bundestag schnell Klarheit schafft, um auf der Basis einer praktikablen Impfpflicht für das kommende Winterhalbjahr gerüstet zu sein. Denn noch weiß niemand, wie sich die Pandemie entwickelt, ob sich allmählich zu einer endemischen Lage abschwächt oder ob ein neu kombiniertes, gefährliches Virus entsteht. Und deshalb müssen wir gewappnet sein. Was die Frage der Praktikabilität angeht, ist für uns klar. Ohne ein Impfregister wird es nicht gehen.
Und ich bin froh, dass Hessen hier deutlich Position bezogen hat, wenn der Bund auch in dieser Frage keinen richtigen Plan hat. Denn wichtig ist es jetzt, Informationen und Kräfte zu bündeln, um die Pandemie geschlossen zu bekämpfen. Viele Menschen hatten die Hoffnung, dass uns der neue Bundesgesundheitsminister mit seiner wissenschaftlichen Expertise gut durch die Krise bringen wird. Aber blickt man auf die jüngsten Meldungen wie die Übernachtverkürzung des Genesenenstatus oder den Kapazitätsengpass bei PCR-Tests, kommen wir hier nach nur wenigen Wochen auch deutliche Zweifel auf. Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit auch noch ein Wort zum Verhalten der AfD verlieren. Ich habe gesehen, dass Sie am Freitag zu einer großen Kundgebung gegen die Impfpflicht aufrufen. Und nicht nur das, Sie agitieren gegen notwendige Schutzinstrumente und gerieren sich als Sprachrohr derer, die sich in der aktuellen Situation nicht solidarisch verhalten. Ganz klar, die AfD ist ein gesundheitspolitischer Geisterfahrer und ihr Handeln schwächt unsere Gesellschaft. Und Herr Kollege Richter, Sie lassen sich im Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung zitieren mit dem Satz, ich zitiere jetzt, so wird der Staat zum Dealer der Pharmaindustrie und der Bürger hängt an der Nadel im Dauerabo bei Pfizer. Dies zeugt nicht nur von einer unpatriotischen Geringschätzung unserer staatlichen Institutionen, sondern im Angesicht von über 118.000 Corona-Toten bundesweit auch von einer Denkweise, die einfach nur schlimm ist. Kollege Schardt, Sie müssen zum Schluss kommen. Aber zum Schluss, Herr Präsident, die Landesregierung leistet hingegen jeden Tag ihren Beitrag dazu, dass wir gut durch diese Krise kommen und die Menschen möglichst gut geschützt sind. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Max Schardt. Jetzt hat das Wort die Frau Kollegin Böhm, Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, die Corona-Zahlen schießen durch die Decke, auch die Todeszahlen steigen weiter an, Kontaktverfolgung kann kaum noch mehr stattfinden. Und richtig, die Pandemie hat uns weiterhin voll im Griff, und wir erleben ein kollektives Versagen von Bund und Ländern. Von wegen, wir bleiben besonnen. Dank vierstelliger Corona-Inzidenzen, die ungebremst ansteigen, und Meldeverzug zeigt ja auch deutlich, dass das gar nicht mehr das reale Bild darstellt, scheint wohl die einzige Sorge von dem Ministerpräsidenten Bouffier zu sein, dass wir möglichst schnell wieder alle ins Fußballstadion gehen können. Und das haben Sie ja heute geschafft. 10.000 Leute. Ja, wunderbar. Ich denke, das ist genau das falsche Signal. Und währenddessen läuft die Durchseuchung aller Kinder und Jugendlichen in unseren Kitas und Schulen, auch dank des mangelnden Einsatzes der Landesregierung zur Bereitstellung von Luftfiltern und Tests, gerade in den Kitas. Und dann stellen Sie sich noch da, Herr Bouffier, in der letzten Pressekonferenz und sagen, Sie verstehen überhaupt nicht, warum Wien mehr PCR-Kapazitäten als Deutschland hat. Ich hätte da mal so eine Idee. Fragen Sie doch einmal in Ihrer Landesregierung nach, was Sie denn, in wie viel Geld Sie denn investiert hat, um PCR-Testkapazitäten in öffentlicher Hand aufzubauen. Ich vermute mal, Sie werden eher das Null erfahren. Genau das wäre nämlich erforderlich gewesen in den letzten 2 Jahren. Eine Produktion der Tests und dafür für genügend Laborkapazitäten zu sorgen, und das in öffentlicher Hand. Und hier liegen die Versäumnisse der Landesregierung, und das haben wir immer wieder eingefordert. Das Ergebnis sehen wir. Statt jetzt über die Erweiterung von PCR-Testkapazitäten zu beraten, wird das Thema einfach ad acta gelegt. Natürlich mit 2 Ausnahmen. Der geregelte Fußballbetrieb, der soll natürlich seine PCR-Tests bekommen. Und natürlich die andere 2. Ausnahme ist die neue PCR-Testanlage im Abschiebeknast in Darmstadt, um die Abschiebungen schnell sicherzustellen. Und das sind Ihre Prioritätensetzungen. Das ist wirklich ein wahres schwarz-grünes Armutszeugnis.
Ich möchte noch zu dem zweiten Punkt, den Sie heute angesprochen haben, Herr Bouffier, ankommen. Jetzt sollen FFP2-Masken im Handel erforderlich sein. Ich denke, für manche Käuferinnen und Käufer erübrigt sich das Einkaufen dann, weil sie gar nicht das Geld haben, die FFP2-Maske zu kaufen. Es ist erforderlich, gerade Menschen mit niedrigen Einkommen jetzt unbedingt diese Masken kostenlos zur Verfügung zu stellen. Aber der Gipfel der Unverschämtheit, den sich diese Landesregierung geleistet hat, ist die aktuelle Ausnahmeverordnung zum Arbeitszeitgesetz. Damit setzen Sie den Arbeitsschutz bzw. das Regierungspräsidium Darmstadt setzt damit den Arbeitsschutz außer Kraft. Sonn- und Feiertagsarbeit kann jetzt für alle Kolleginnen und Kollegen angeordnet werden, um Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs, und das ist eine weite Kategorie, sowie Arzneimittel und Medizinprodukte zu produzieren, verpacken, liefern und einzuräumen. Und die Höchstarbeitszeit kann auf 12 Stunden hochgesetzt werden bei Not- und Rettungsdiensten, Krankenhäusern, Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung und einigen anderen weiteren Arbeitsplätzen mehr. Gerade diesen Arbeitsplätzen, die seit 2 Jahren unter der massiven Arbeitsbelastung in der Pandemie leiden. Und warum? Warum machen Sie ohne Not den Arbeitgebern auf diesem Bereich, warum geben Sie diesen, verschaffen Sie diesen Freiraum? Weiß die Landesregierung nicht, dass das ausgenutzt wird? Personalmangel gibt es in diesen Bereichen überall. Da kann man doch einfach mal jetzt sagen, na ja, jetzt komm doch mal sonntags oder arbeit noch länger, als du sowieso schon arbeitest. Ich kann mich hier an die Leiterin der Kreisklinik in Groß-Gerau vergleicht die letzten 2 Jahre für das Pflegepersonal mit einem Marathon im Sprint. Und das genau ist es nämlich. Die sind auch schon ausgeblutet. Und wir werden jetzt weiter Pflegepersonal verlieren. Schon aufgrund der Pflichtimpfung. Wir verlieren die ganze Zeit schon Pflegepersonal, weil die Leute es einfach nicht mehr schaffen. Und jetzt kommt noch, setzen Sie noch eins drauf. Jetzt dürfen die auch noch 12 Stunden am Stück arbeiten. Und das ist wirklich der Gipfel. Wir fordern die Landesregierung auf, diese Verordnung sofort zurückzunehmen. Wenn es tatsächlich zu Engpässen kommt, kann immer noch kurzfristig reagiert werden. Es ist aber eher notwendig, alles dafür zu tun, die Kolleginnen in diesen betreffenden Berufen von weiterer Arbeitsbelastung zu schützen. Hier ist Arbeitsschutz und keine weitere Ausnahmeregelung angesagt. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, ich kann keine Trendwende erkennen, weder auf Bundes- und Landesebene. Ich denke, für diese Politik müssen leider die Menschen die Quittung in diesem Land tragen. Und das ist bitter. Ich hoffe, dass Sie endlich zur Besinnung kommen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächster Redner ist der Abg. Volker Richter, AfD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach 2 Jahren SARS-CoV-2 ohne Kohortenstudien und einer ausreichenden Datenlage, welche das Infektionsgeschehen realistisch widerspiegelt, ergehen Sie sich in weiteren Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Ohne Rücksicht auf neueste Forschungsergebnisse, sowohl bei den Virusvarianten und ihrem Krankheitsbild als auch bei Impfstoffen, die sich die Menschen nur noch spritzen lassen, um in Ruhe arbeiten und zum Feierabend auch mal weggehen zu dürfen. Aus medizinischen Gründen, Herr Ministerpräsident, lassen sich die wenigsten Menschen in unserem Land noch impfen. Pure Willkür, meine Damen und Herren, pure Willkür beherrscht auch weiterhin die hessische Corona-Politik. Es findet eben keine vernünftige Abwägung weitreichender Grundrechtseinschränkungen statt, obwohl es genau so in den Verordnungen von Ihnen dargestellt wird. Genesen, geimpft, geboostert, getestet und demnächst wieder geboostert. Es ist so, wie ich es zuletzt in einer Rede bereits aussagte, das Volk hängt an der Nadel der Pharmaindustrie.
und die Hessische Landesregierung ist nicht bereit zuzugeben, dass sie schlicht ein zu großes Vertrauen in Wirkstoffe gesetzt hat, die eben nicht halten, was sie versprechen. Und Herr Schad, Herr Schad, dies auszusagen, ist patriotisch, weil wir die Realität wahrnehmen und uns nicht zum Büttel eines Pharmakonzerns machen. Am Ende ist es eine Abschwächung des Krankheitsbildes der Virusvarianten selbst, die den Spuk beenden. Aber auch das wollte von Ihrer Seite, als wir es im Dezember hier aussagten, niemand wahrhaben. Sie, meine Damen und Herren, betreiben mit Ihren Verordnungen längst keinen gesundheitlichen Schutz mehr für hessische Bürger und betrachten es als Affront, wenn immer weniger Bürger Ihre Politik hinnehmen möchten, auch wenn Sie zumindest nun im Einzelhandel lockern. Im Gegensatz zu Ihnen aber sagen wir als Alternative für Deutschland zu allen Spaziergängern, die sich auch gegen die neuen und hier vorgestellten Verordnungen auflehnen. Gut so und weiter so, denn die Spaziergänger machen genau das, was die Politik seit Jahren von den Bürgern unseres Landes einfordert, nämlich Zivilcourage im Kampf um eine wehrhafte Demokratie aufzuzeigen. Unser Staat ist auf Bürger angewiesen, die die Werte unseres Grundgesetzes achten und schützen. Genau das findet aktuell jeden Montag an vielen Orten unseres Landes statt. Und es ist eine Schande, wenn man mit allen Mitteln versucht, Bürger ihrer Zivilcourage zu berauben, ihnen den Mut zu nehmen, für unsere Demokratie einzustehen. Wir erleben leider durch Ihre Corona-Politik tiefe gesellschaftliche Verwerfungen, schwerste ökonomische Folgen und einen Vertrauensverlust in die politische Integrität der Hessischen Landesregierung, die eben Vertrauen in ihre Arbeit nicht verordnen kann. Sie, meine Damen und Herren der Hessischen Landesregierung, fahren unser Land sehenden Auges an die Wand. Und Sie haben es hier anhand der Situation des Einzelhandels auch bestätigt, Herr Ministerpräsident. Danke dafür. Die einzig richtige Verordnung kann somit sein, die sofortige Einstellung aller Maßnahmen, welche über vernünftige und für alle auch erträgliche und wissenschaftlich begründete Hygienemaßnahmen hinausgehen. Und ganz wichtig, meine Damen und Herren, geben Sie den Bürgern unseres Landes ihre Würde zurück und kämpfen Sie mit uns als AfD auch gegen jegliche Impfpflicht. Beenden Sie dieses unwürdige Schauspiel des Druckes und Zwanges, welchen Sie über die Corona-Schutzverordnung auf die Bürger unseres Landes ausüben. Denn am Ende werden Sie dem Druck der Bürger nachgeben und nicht der Bürger dem Druck der Hessischen Landesregierung. Hier und in aller Deutlichkeit sagen wir, Ihre Verordnungen sind nicht nur übergriffig, sie sind auch in erheblichem Maße verantwortungslos. Sie versäumen es, die hessischen Bürger ausreichend auch über die Nebenwirkungen der Impfstoffe aufzuklären. Herr Schad, darüber sprechen Sie nicht. Diese Opfer haben bei der CDU und den GRÜNEN in diesem Land keine Lobby. Sie werden alleine gelassen. Sie werden nicht ernst genommen. Sie werden bei den Ärzten nicht einmal gehört. Die Bürger lassen sich auch nicht willkürlich zu Hause einsperren und ihre Rechte berauben. Und, meine Damen und Herren, das ist gut so. Auch viele junge hessische Bürger werden hoffentlich frühzeitig erkennen und verstehen, dass sie mit ihrer Politik eben nicht für Freiheit und Demokratie einstehen, sondern auch junge Menschen in ihrem Leben, in ihrer Meinungsfreiheit und in ihrer Selbstbestimmung immer mehr eingeengt haben und immer mehr einengen werden, auch und gerade mit solchen Verordnungen. Meine Damen und Herren, es ist Zeit für einen Tag der Freiheit in Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Richter. Das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Daniela, bitte. Lieber Präsident,
Kolleginnen und Kollegen, das Virus zurückzudrängen oder auszurotten, funktioniert nicht und wird auch nicht gelingen. Die Experten sind sich mittlerweile alle einig, dass es keine Herdenimmunität so wie bei der Influenza geben wird. Das hatte ich schon mehrmals an die Landesregierung adressiert. Diesem Trugschluss dürfen Sie sich nicht länger hingeben bzw. darin verfangen. Das Virus mutiert und verändert sich. Die Frage stellt sich daher, wie sieht ein Leben mit Covid aus? Vielleicht haben Sie registriert, dass die Aerosolforscher, die ich ja immer wieder versuche, in ihren Horizont zu bringen, ein Papier herausgebracht haben, das sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt. Und dazu gehört wirklich nicht die gesetzliche Höchstarbeitszeitgrenze und den gesetzlichen Sonntagsschutz auszusetzen. Das ist ein Schlag ins Gesicht der betroffenen Beschäftigten. Nach 2 Jahren Pandemie ist die Pflege der Dauerbelastung und der Gefahr hautnah ausgesetzt. Mitarbeiter haben deswegen teilweise gekündigt, sich versetzen lassen oder die Arbeitszeit reduziert. Statt die Arbeitszeiten jetzt auch noch zu verlängern, sollte man sich doch um bessere Arbeitsbedingungen kümmern, meine Damen und Herren. Beispielsweise könnten bei den Engpässen flexible Erhöhungen von Teilzeitbeschäftigten, Beschäftigung während der Altersteilzeit angeboten werden, ehemalige Mitarbeiter aus der Rente für Zeitspann zurückgewonnen werden. Aber Ihre Allgemeinverfügung, das ist ein großer Fehler, gerade auch, weil in diesem sensiblen Bereich Beschäftigte fit statt müde überarbeitet und entkräftet sein sollten, um Patientinnen und Patienten bestmöglichst versorgen zu können. Zudem bitte ich Sie wirklich, schauen Sie sich die Vorschläge der Aerosolforscher, darunter auch unser hessischer Akteur Dr. Gerhard Scheuch, wirklich einmal an. In Wohnungen, Büros, Klassenräumen, Aufzügen, in Einrichtungen, insgesamt in Innenräumen, da müssen Maßnahmen ergriffen werden. Dort finden 99,9 % der Ansteckung statt, auch wenn niemand drin ist. Und deswegen möchte ich noch einmal an die Debatte im Ältestenrat und vor allen Dingen auch hier immer wieder erinnern, dass hier Menschen in Aufzüge steigen, in der Lobby sind, in Gängen ohne Maske laufen. Wenn diese aber infektiös sind, verbleiben die Aerosole, also die Schwebeteilchen in der Luft, so dass sich jemand, der erst später in den Raum kommt, anstecken kann. Deswegen möchte ich an alle und insbesondere an jene, vor allen Dingen die Herren und Damen der AfD, die von der Maskenpflicht befreit sind, appellieren, dass die Regelung im Landtag vorsieht, dass in allen Gängen und auch hier unten im Plenarsaal Maskenpflicht gilt. Wenn Sie diese Regelung nicht befolgen, gefährden Sie alle Beschäftigten, die Kolleginnen und Kollegen, alle, die sich hier aufhalten. Das ist nicht kollegial, das ist menschenverachtend. Maskenpflicht in Innenräumen oder beispielsweise auch in Verkehrsmitteln, das sind sicherlich Maßnahmen, die werden uns lange begleiten. Aber der Umkehrschluss daraus ist eben, dass im Freien mehr möglich ist. Der Ministerpräsident hat gerade schon davon berichtet. Es ist gut, dass wir hier nun bundeseinheitliche Regelungen haben. Aber wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, müssen wir sensibilisieren, dass drinnen die Gefahr lauert. Und deswegen sage ich auch heute noch einmal, bei Ihrer Kommunikation ist viel Luft nach oben. Und es braucht mehr Mut zum Handeln. Bei den Lolli-Tests in Kitas oder schauen Sie nach Wien zu den Gurgeltests. Auch hier sind Sie weder mutig noch scheinen Sie dem Virus Einhalt gebieten zu wollen. Im November haben Sie unseren Antrag, PCR-Kassettentests aufzunehmen, abgelehnt. Dabei könnte das jede Apotheke flächendeckend, die doch nun so wichtig geworden sind. Aber nein, diese Kapazitäten lehnten Sie ab. Es ist uns völlig unverständlich, dass Sie mit Ihrer Haltung dazu beitragen, dass der Virus in der Kita virulent werden kann und dass die PCR-Kapazitäten nur auf den Bund geschoben werden. Und Herr Schad, Sie sagten etwas zur Organisation. Das finde ich ja sehr amüsant.
weil ich kann mich an die Pleiten, Pech und Pannen erinnern. Ganz am Anfang, das war eher chaotisch und planlos und hat nichts mit Organisation zu tun. Und das hier bei der Hessischen Landesregierung, meine Damen und Herren. Es bleibt dabei, testen, oft ins Freie gehen, viel lüften, Abstand halten, Masken in Innenräumen tragen. Das sind laut Forscher die wichtigsten Maßnahmen. Nur nachweislich wirksame Maßnahmen sollten bei hohen Hospitalisierungsinzidenzen in Kraft gesetzt werden. Herr Ministerpräsident, Sie haben es gerade selber bezüglich der G2-Regelung gesagt. Das muss logisch sein und im Ergebnis überzeugend. Und deswegen prüfen Sie all Ihre Maßnahmen auf Verhältnismäßigkeit, ehrlich, nachvollziehbar, mit größter Transparenz, so dass ein Leben mit Corona besser möglich ist. Denn nur das bringt dann auch Glaubwürdigkeit und Anerkennung in der Bevölkerung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Katrin Anders, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Im letzten Dezemberplenum haben wir hier gestanden und Maßnahmen diskutiert. Und wir müssen weiterhin Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie treffen. Und deswegen ist es gut, dass wir hier in diesem Plenum das auch wieder diskutieren. Und es zeigt ja sehr deutlich, dass die Demokratie an dieser Stelle auch gut funktioniert. Mitten in einer Jahreszeit, wo sowieso Atemwegs- und Infektionskrankheiten ständig unterwegs sind, haben wir jetzt auch die Mutation der Omikron-Variante. Und das stellt uns erneut vor Herausforderungen. Es gibt ja Expertinnen, die das auch als einen Anfang vom Ende der Pandemie deuten. Und das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, wenn denn die endemische Verbreitung des Virus kommen würde. Wir müssen aber schon sehen, dass der Schutz vor einer Infektion mit der extrem infektiösen Omikron-Variante durch eine Grundimmunisierung mit den bisher verfügbaren Impfstoffen deutlich vermindert ist, aber eben auch, dass er schneller nachlässt. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die dritte Impfung, die Boosterimpfung, sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützt. Und deswegen ist es gut, dass bereits die Hälfte der hessischen Bevölkerung, 51%, den Booster erhalten haben und dass über 70% der Ü60-Menschen in Hessen den Booster erhalten haben. Das zeigt, glaube ich, sehr deutlich, dass wir eine effektive Kampagne haben, die niedrigschwellig ist, die flächendeckend ist und kostenlos. Es ist weiterhin notwendig, dass wir Kontaktbeschränkungen einhalten, dass wir besonnen in vielen Fällen sind. Und es ist auch gut, dass heute einige Klarstellungen oder einige Regelungen klargezogen wurden und auch einheitlich klargezogen wurden. Ich glaube, dass es dringend an der Zeit ist, Vertrauen zurückzugewinnen. Das zeigt zum Beispiel besonders die Debatte um den genesenen Status, der ja wirklich von heute auf morgen für sehr viel Verwirrung bei vielen Menschen gesorgt hat und die ja, selbst wenn sie impfwillig sind, erst einmal aus allen Wolken gefallen sind, weil ja der volle Impfschutz erst nach einigen Wochen da ist. Das führt nicht dazu, mehr Vertrauen in unsere Maßnahmen zu haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einheitliche Regelungen haben, die wir hier auch sehr gut kommunizieren. Und da wir befürchten müssen, dass die Omikron-Welle schier die Zahlen in die Höhe treiben wird, und es zu großem Personalmangel auch außerhalb der sogenannten kritischen Infrastruktur kommen kann, ist es richtig, dass die Regierungspräsidien am 31. Januar befristet bis zum 31. März jeweils gleichlautende Allgemeinverfügungen erlassen haben und eben ermöglichen, dass Arbeitszeiten
auf bis maximal 12 Stunden in dem dringenden Bereich der Daseinsvorsorge diese Ausweitungen zustande kommen. Denn gerade dort wird man ja auch mit Personalausfällen rechnen müssen aufgrund der Infektionen, aufgrund von Isolation und Quarantäne. Und deswegen ist es wichtig, dass die Handlungsfähigkeit genau in diesen Einrichtungen, in den Krankenhäusern, in den Alten- und Pflegeheimen gesichert ist. Und nur dafür ist diese Allgemeinverfügung und nicht ein grundsätzlicher Schutz oder Wegfall von Arbeitsschutz in diesem Bereich. Und gerade in den Krankenhäusern und Altenheimen gelten ja auch weiterhin hohe Schutzmaßnahmen, und die sind wichtig, trotz der hohen Impfquote, die bei den BewohnerInnen in den Altenheimen eben schon besteht. Meine Damen und Herren, das Virus, das mag sich verändert haben und weitere Mutationen bereithalten. Was Bestand hat, ist, dass wir weiterhin sehr vorausschauend und abwägend handeln müssen, dass wir klar und deutlich kommunizieren müssen. Und ich glaube, wenn man immer wieder davon spricht, dass die Demokratie so in Gefahr ist, von der einen Seite oder die andere Seite die Maßnahmen nicht genug diskutiert sieht, ich glaube, es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn alle hier in diesem Haus die Regelungen und die Maßnahmen immer wieder den Bürgerinnen erklären würde, weil das würde Vertrauen zurückgewinnen und das würde helfen. Eine eigene Impfkampagne mit noch anderen Slogans hilft da sicher nicht und würde für mehr Verwirrung sorgen. Und deswegen bleiben wir in Hessen bei dem Kurs, der sehr besonnen und vorausschauend weitergeht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Wir sind am Ende der Aussprache. Die Tagesordnungspunkte 21, 22 und 23, die Mitteilungen werden zur Kenntnis genommen. Der Punkt 96, der Dringliche Antrag der Fraktion DIE LINKE, geht in den Ausschuss zur weiteren Beratung.